Servus Leute, ich hatte gestern Abend endlich die Chance, mein Neuerwerb, die Baikal MP161K, halbautomatische KK-Büchse, zu schießen. Und was soll ich sagen? Geile Sache! Also, gleich vorneweg. Wofür habe ich diese Büchse? Ich habe sie nicht fürs Präzisionsschießen. Das gleich vorneweg. Ich werde sie vielleicht mal hier und da auf 50 Meter schießen, dafür habe ich sie aber nicht. Ich habe sie für die BDMP-Disziplin DKS 2, dynamisches Kleinkaliberschießen 2. Das wird mit halbautomatischen kleinkalibrigen Langwaffen geschossen. Und das sind dynamische Disziplinen. Und die können auf unterschiedliche Distanzen erfolgen. So zum Beispiel schießen wir mit der halbautomatischen KK-Büchse, die sonst großkalibrigen Kurzwaffendisziplin, Police Pistol 1 und NPA Service Pistol. Nur halt mit der KK-Büchse. Macht eine Riesenlaune. Und wer meinen Kanal so ein bisschen verfolgt hat, der kennt mein Drama um meine alte Anschütz 520, die ich zu meiner Schande über meine Behörde habe verschrotten lassen. Sie war kaputt. Es machte keinen Sinn, dort noch Geld reinzustecken. So, das bedeutet, was habe ich denn gestern getan? Nun, ich habe die Baikal auf 25 Meter, ja, 25 Meter eingestellt. Hier zu Hause, bei mir, weil ich halt längere Zeit nicht auf den Stand konnte, wo ich das eigentlich mache, habe ich mit Hilfe eines Laserdorns, der vorne in den Lauf gesteckt wird, um halt einen Laserstrahl zu projizieren, und dem Red Dot dieses dann entsprechend auf, ich schätze mal so 15, 18, 20 Meter voreingestellt. Ich bin dann gestern auf den Stand gegangen, habe die Büchse ausgepackt. Red Dot, das UTG 4.3 oder 4.3 ist es, glaube ich, heißt es. Hatte ich ja schon mehrfach vorgestellt. Eingeschaltet, habe 3 Schuss abgegeben, habe durch ein Fernglas auf die Scheibe geguckt und habe gesagt, hey cool, so kann das eigentlich jedes Mal laufen. Die waren direkt im Zentrum. Vielleicht kein enger Streukreis, weil das war jetzt einfach nur mal rausgehauen, um zu gucken, wo geht das Ding überhaupt hin. Aber sie waren in der Musch, in einem schönen kleinen Dreieck. Leider, obwohl doch, ich glaube, ich habe sogar fotografiert, werde ich euch einblenden. Und dann ging es los. In Summe habe ich ungefähr 100 Schuss gemacht und habe, wie so häufig unter KK, Freud und Leid. Grundsätzlich lief die Baikal, sage ich gleich vorneweg, super. Ich hatte Störungen, aber das war nicht waffenbedingt, sondern das war munitionsbedingt. Ich hatte 2 verschiedene Munitionssorten dabei, beides Standard Velocity, einmal Gecko, einmal ältere Winchester. Die rote Schachtel X, Winchester X heißt sie, glaube ich. So, und da waren einige Murmeln dabei, 1-2 Stück, die schon angelaufen waren. Und da gab es tatsächlich Zufuhrstörungen, was ich aber durchaus nachvollziehen kann. Das hatte ich schon mit vielen KK-Waffen, bei denen Munition ein bisschen angelaufen war. Das heißt, die Roundabout von 100 Schuss waren 50 Schuss mit den Winchester, die bis auf 1-2 Schuss tadellos gelaufen sind. Das seht ihr aber auch, zeige ich euch auch im Video. Und dann nochmal 50 Schuss Geckos hinterher. Und dann hat nochmal ein anderer auf dem Stand hat noch ein paar hellblaue Box CCIs dabei gehabt mit schon getrocknetem Wachs. Die liefen auch problemlos. So, in den nachfolgenden Schießsequenzen werdet ihr sehen, ich habe mit unterschiedlichen Schussfrequenzen geschossen. Ich habe mal für meine Verhältnisse langsam alles 25 Meter sitzend aufgelegt, weil, wie gesagt, es ging für mich um einen Funktionstest und dort einstellen, was ich gar nicht machen muss, weil es hat soweit gepasst. So, das heißt, ich habe unterschiedliche Frequenzen geschossen. Ich habe mal für mich langsam geschossen, aber auch 9 Schuss in den Tank und bam, 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 rausgehauen. Einfach nur, um auch zu gucken, ob das Ding zuverlässig läuft. Ich habe das aus 2-3 verschiedenen Winkeln aufgenommen und ich denke mal, es dürfte euch ungefähr gefallen. Also, das heißt, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ab geht's auf den Stand. Yeah! Ach so, einen habe ich noch. Das ist die Scheibe. Das ist hier ein ziemlich dickes Loch, würde ich sagen. Und wie gesagt, ich habe einen einzigen Spiegel, diesen hier für die Baikal aufgehängt und geschossen. Hier sind ein paar Ausreißer, klar, aber das Gros ist tatsächlich
hier drin. Enger geht immer, wenn ich mich mehr konzentriere, aber darum ging es nicht, weil auch bei der Disziplin, die ich damit schieße, habe ich nicht die Zeit, sondern da geht es hoch, bam, 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 bam. Also, ab zum Stand. Ah ja. Die ist auch so angelaufen. Scheiße. Kein Wunder, dass du so schlank bist. Wenn du nur Waffen kaufst und nichts mehr zu fressen, probier die mal aus. Aber sie haben jetzt drei. Und je näher ich komme, ne?
immer stopp ist. Ne? Ich sage dann, wenn irgendwann die Arme immer... Pizza ist ja wahrscheinlich. Die meisten Leute sind ja... Die Stelle, die Linse ist... Was um alles in der Pizza. Das habe ich überhaupt noch. Das ist der russische Baikal Lade 22er. Das Missgeburt. Und es läuft ohne Gewehr, ne? Logo Gewehr. Wird einmal.